Hallo liebe Bastler, heute geht es um unsere Braschos, die ja ganz neu sind bei uns im Katalog. Und zwar, wie man die Hintergründe für solche Karten gestaltet, zeige ich Ihnen jetzt. Und ganz am Ende vom Video erzähle ich Ihnen noch ein bisschen was dazu, wie ich dann die Karten fertiggestellt habe. Die Braschos haben wir ja heuer ganz neu in unserem Sortiment. Und zwar finden Sie die im Frühling-Sommer-Katalog auf der Seite 26, da heroben. Und bei den Braschos ist es so, da haben wir die fünf Farben, die gibt es im Set. Also wir haben das Gelb, Orange, Rot, also ein moosiges Grün und ein bisschen Blau. Und sind dann das ganz hochpigmentierte Aquarellfarben. Das heißt, das ist Aquarellpulver. Sobald das in Verbindung kommt mit Wasser, gibt es da richtige Farbexplosionen. Und das macht das Ganze natürlich sehr interessant, weil man damit wunderschöne Effekte erzielt, die sonst gar nicht so leicht herzustellen sind. Also zumindest nicht für jemanden, der da nicht so geübt ist, wie zum Beispiel mich. Ja, aber eben mit den Braschos, da kriege auch ich ganz lässige Effekte hin. Und funktionieren dort das Ganze so, man kriegt die 5 Doserlein heimgeschickt. Und man sollte sie aber nicht aufmachen, da wo es vorgesehen ist. Weil durch das, dass das so ein feines Pulver ist, wird man da mehr herausbekommen, als man eigentlich braucht. Also empfehlen die meisten, und ich mache das auch so, dass ich das so empfehle, einfach mit einem, so einem ganz normalen Pin, wie man hat für die Korkwände zum Beispiel, mit dem habe ich mir da ein Loch in die Mitte gemacht und das ist auch gleichzeitig mein Verschluss. Also so habe ich irgendwie das Gefühl, auch wenn das Dosal einmal umfleckt, passiert nichts. Und ich habe halt einfach das irgendwie so ein bisschen geschützt halt. Also das finde ich recht fein. Und nur durch das eine Loch, finde ich, lässt sich es auch sehr, sehr fein dosieren. Manche machen mehrere Löcher. Für meine Begriffe ist das absolut nicht not. Also, wie gesagt, ich finde, eines reicht. Ja, ich würde mal sagen, ich rede da gar nicht lang rundum, sondern wir probieren einmal gleich mein erstes Stück. Und zwar, vom Papier her geht es sehr, sehr gut mit unserem Seidenglanzpapier. Und natürlich optimal ist Aquarellpapier, braucht man gar nicht sprechen. Also das ist sowieso das Nonplusultra, weil das viel Wasser aufnehmen kann. Aber ich probiere jetzt heute mal ein bisschen mit Seidenglanz. Was gar nicht funktioniert, ist Flüsterweiß oder Flüsterweiß extra stark. Das funktioniert super zum Ausmalen als Flüsterweiß extra stark. Mit zum Beispiel, wenn man jetzt mit den Aquarellstiften arbeitet oder auch wenn man mit dem Wasserdampfpinsel und mit der Tinte was auftragen will und ein bisschen mehr malen will, funktioniert sehr gut. Mit den Braschos, das kann ich Ihnen zeigen, funktioniert es eigentlich mehr oder weniger gar nicht. Und zwar, es kommt zwar ein bisschen der Effekt raus, dass es ein bisschen aufploppt, aber das Papier, das saugt das Wasser so schnell auf und wird auch leicht grisselig, also es kriegt irgendwie keine gute Struktur mehr und es saugt das Wasser schneller auf, als die Farbe Zeit hat zu reagieren. Ich meine, es ist durchaus ein interessanter Effekt, braucht man nicht reden. Aber es ist eigentlich nicht unbedingt jetzt genau das, wofür die Farben gemacht sind. Ich meine, wenn ich jetzt einmal das so ein bisschen noch haben will, dann, ja, wie gesagt, funktioniert schon. Also das Papier hält es im Grunde schon aus. Aber das, was ich ja eigentlich mit den Farben erzielen möchte, das zeige ich Ihnen jetzt. Und für das braucht es ein Papier, was nicht ganz so schnell aufsaugt. Wie eben zum Beispiel Seidenglanz. Ich mache jetzt einmal die erste Methode, das ist eigentlich so die gängigste, ist, dass man das Papier schön nass macht. Das kann man jetzt mit einem Wasserdampfpinsel machen oder super funktioniert es mit unserem Stampin' Spritz. Und mit dem feuchte ich das Papier jetzt einmal richtig gut an, sodass da richtiger Wassersee drauf ist. Bei diesen Methoden natürlich immer das Papier bitte rundherum ankleben. Und jetzt nehmen wir gleich mal als erstes das Blau, damit wir den direkten Vergleich haben zu vorhin und tapp da jetzt gerade mal drauf. Und das ist das, was ich meine. Also in dem Moment, wo das aufs Wasser fällt, fängt das schon so richtig auseinander zu gehen und wirklich, ja, da gibt es Farbexplosionen. Und wenn ich jetzt da dazu noch zum Beispiel ein bisschen ein Gelb dazu da, dann entstehen da ganz interessante Effekte. Und sowas kriege ich halt, ja, ich persönlich jetzt mit Stiften nicht so super hin. Und wenn mir jetzt da, so wie da, ein bisschen zu wenig Reaktion ist, dann spritze ich einfach nur mal mit ein bisschen Wasser drauf. Und schon sieht man, was so passiert. Und je mehr Wasser das Ganze natürlich zur Verfügung hat, desto mehr tut sich. Ja. Natürlich kann ich jetzt das Ganze auch noch ein bisschen mit dem Wasserdampfpinsel
irgendwo hinschieben. Also wenn ich jetzt möchte, dann kann ich da auch noch so reintapsen und kann jetzt das Blaue da noch so ein bisschen rüber verteilen. Ich kann das auch miteinander vermalen. Ist eh ganz klar, auch das geht. Also ich kann das jetzt da schon so ein bisschen hin und her schieben auch. Aber das wirklich Interessante, und ich kann natürlich auch drauf tropfen. Man sieht immer wieder schön, wenn man so zu viele Pigmente kommt, wie das eben explodiert. Das ist so schön. Einfach ein Traum. Und das Interessante ist ja letzten Endes eigentlich genau das, was sich eben tut, wenn das Wasser so, wenn das so willkürlich miteinander sein darf. Und da ist jetzt natürlich auch ganz wichtig, also übrigens beim Pinsel ausmalen sieht man, wie stark die Pigmente sind, wie viel Wasser man da eigentlich rausdrucken muss. Im Gegensatz zu zum Beispiel unsere Stempelkissen, wenn man mit denen malt, dann fährt man zwei, dreimal hin und her, dann ist die Farbe weg. Währenddessen bei den vielen Pigmenten natürlich, da hängt sich das auch im Pinsel ganz anders ein. Ja, wenn man jetzt eben so wie da mit sehr viel Wasser arbeitet, dann kann man es jetzt entweder trocken föhnen mit der Stufe 1 mit unserem Embossing-Föhn oder man kann es natürlich auch, wenn man viel Zeit hat, lufttrocknen lassen. Je langsamer das Papier trocknen kann, desto entspannender ist es natürlich fürs Papier. Wir wollen jetzt aber da heute natürlich schon ein bisschen einen Effekt auch sehen und von daher werde ich das jetzt einmal ganz schnell föhnen. So, so schaut also jetzt unser erstes Papier aus. Es hat fast so ein bisschen eine Galaxienwirkung, finde ich. Also ich finde das ja echt total lässig. Unglaublich, was sich da tut. Und auch, was mir total gut gefällt, gerade in Kombination mit dem Seidenglanzpapier, ist, dass das natürlich so einen leichten Schimmer hat. Und für Schimmer und Glitzer bin ich ja bekanntlich sehr zu haben. Von daher ist das jetzt wirklich eine schöne Variante. Gut, dann gehen wir mal zu unserem nächsten. Und zwar, auch eine schöne Idee ist, wenn man die Pigmente aufs trockene Papier auftragt. Schauen wir da gleich, was sich da dann tut. Und zwar nehmen wir jetzt einmal vielleicht das Rot. Jetzt tappe ich mir da ein bisschen drauf und man sieht da schon ganz schön das rote Pigment und ich nehme mir noch ein bisschen vom Moosgrün dazu. Und das Moosgrün gebe ich da an die Seite rundherum so ein bisschen. So. Und jetzt spritze ich mir umgedreht drauf. Also ich habe es nicht vorher nass gemacht, sondern erst nachher, wenn da eben schon die Spritzer drauf sind von der Farbe. Und mache diese vorher ein bisschen weiter nach oben, sodass ich möglichst einen feinen Nebel habe. Da spritze ich jetzt gerade mal ein paar Mal so locker drauf. Und je mehr Effekt, das ich haben will, ich kann natürlich dann auch näher gehen und sagen, okay, da möchte ich jetzt mal so richtig volle und auf der anderen Seite auch. Also man sieht auch da wieder, je mehr Wasser, desto schneller reagiert es und desto besonderer reagiert es. Und so kann ich jetzt aber auch hergehen und zum Beispiel im Gegensatz zu da ganz gezielt Flecken machen, wo es sich viel anlöst und aber auch Bereiche haben, wo es sehr trocken bleibt. Ähnlich eigentlich wie beim Flüsterweiß, nur ein bisschen kontrollierter. Und auch da habe ich natürlich wieder die Möglichkeit, mit dem Wasserdampfpinsel spezielle Effekte zu zaubern. Also einfach durch das Reintappen, dass ich so wie, ja, da kann ich so wie eine Art Berge auch machen, kann man richtige Landschaften gestalten. Also man kann sich da richtig spielen. Also auch das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit den Brascherfarben zu arbeiten. Auch da muss man es wieder schön trocknen lassen und ganz am Ende dann vielleicht gerade mal mit einem trockenen Pinsel drüber pinseln, dass man die Aquarellpulverteile, die sich nicht angelöst haben und damit mit dem Papier nicht verbunden haben, dass man die ein bisschen wegbringt aus dem Ganzen. Das ist also eine gute zweite Variante. Mal wieder ein Pinsel schön sauber machen nebenbei. So, okay, das lassen wir jetzt einmal trocknen. Das löse ich da jetzt einmal gerade ganz vorsichtig runter. Und dann schauen wir uns das nachher im getrockneten Zustand am Ende des Videos nochmal genauer an. Wichtig ist immer eben mit einer guten, wasserfesten Unterlage zu arbeiten. Ich habe da jetzt mir einmal eine Glasplatte für den Zweck, überhaupt für Wasserarbeiten besorgt. Es geht aber natürlich auch,
jede andere wasserfeste Bastelunterlage ist da sehr gut geeignet. Gut, dann gehen wir zum nächsten Stück. Selbes Spiel, immer gut ankleben. So. Ein weiterer wirklich interessanter Effekt ist, wenn man einen Stempelabdruck draufsetzt, und zwar den, muss man auch wieder zuerst das Pulver drauf geben. Das habe ich übrigens bei einer Videoreihe gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wer die gemacht hat. Also falls der oder diejenige es sieht, bitte nicht böse sein, ich merke mir sowas einfach nicht. Aber ich habe es eben gesehen und ich habe das ganz interessant gefunden. Und zwar hat die Dame auch das Pulver einfach so aufgetragen. Ich versuche das jetzt einmal so nachzumachen. Ich habe das nämlich noch nicht getestet, aber mir hat es super gefallen. Und das wollte ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten, die Idee. Die hat auch einfach die Pulver so ein bisschen gemischt und hat dann ihren Stempelabdruck mit dem Wassertankpinsel gut benetzt, sodass der richtig schön nass war. Sie hat das mit einem Schmetterling gemacht. Wenn ich das noch finde, das Video, auf dem ich das gesehen habe, dann verlinke ich Ihnen das unten in der Infobox. Das war nämlich wirklich durchaus interessant. Vieles war mir schon bekannt, was ich da gesehen habe, aber eben das habe ich noch nicht gekannt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und den nassen Stempelabdruck hat sie dann einfach drauf gesetzt und hat das Ganze so ein bisschen miteinander reagieren lassen. Und wenn man dann abnimmt, dann habe ich das sehr, sehr schön gefunden, was sich da tut. Und den gleichen Abdruck, hat sie dann gesagt, kann man natürlich auch nochmal auf ein zweites Stück Papier setzen. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus, was sich dann tut. Ja, und auch das ist nur mal ein ganz lässiger Effekt. Schauen Sie mal, wie schön. Also für den Tipp bin ich wirklich dankbar, weil ich das wirklich total schön finde. Ich finde es auch da sehr, sehr interessant, was sich tut. Und sie hat da auch wieder gesagt, das dann schön trocknen lassen und dann das Pulver abschütteln, das restliche. Das könnte man übrigens dann sammeln, wenn man das öfter macht, in irgendeinem kleinen Behälter, weil die Pigmente lassen sich sicher noch schön weiter verarbeiten. Und gerade da bei dem interessiert mich jetzt, was passiert, wenn man noch ein bisschen mit dem Wasser drüber geht, ob man die Farbe ein bisschen in die Blütenblätter ziehen kann. Ja, das kann man natürlich. Schauen Sie schön, was sich da noch tut, wenn man das dann ein kleines bisschen rauszieht. Gerade mit einem fast trockenen Wassertankpinsel, da noch so ein bisschen drüber fahren. Ja, das ist super. Das ist wirklich, das ist eine ganz schöne Variante, um eigentlich super schnell Karten zu zaubern, die unglaublich schwierig ausschauen. Also für mich halt einmal. Für mich, wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir immer, boah, bitte, wie macht man denn sowas? Und da sieht man jetzt wieder, gerade so mit ein paar Tricks, lässt sich das eigentlich total super machen. Und ich traue mir eigentlich wetten, dass da noch genügend Farbe ist, dass man sogar noch einen zweiten oder dritten Abdruck machen könnte. Also wie gesagt, sehr schöne Idee. Wenn ich es finde, setze ich Ihnen unten einen Link. Ja, dann gehen wir gleich zur nächsten Variante. Das nehmen wir mal wieder ab. Was sicher die gängigste Methode für alle ist, ist das Embossen und danach mit unseren Brushes auszuarbeiten. Und das funktioniert natürlich super, da emboss ich zuerst entweder mit Glanz oder also mit Klarlack oder ich kann es auch embossen mit Gold oder Silber oder Weiß oder natürlich mit allen möglichen Farben. Und da kann ich natürlich ganz gezielt dann hergehen und einzelne Partien mit Wasser versehen und die dann ein bisschen einfärben mit Brasche. Funktioniert natürlich super. Indem ich einfach da wieder dann das Pulver auf die Partie auftrage. Wie wir ja schon wissen, reagiert es ja nicht dort nicht, wo kein Wasser ist. Sieht man jetzt auch da ganz schön, wo es zu wenig Wasser hat, so wie da, reagiert es gar nicht. Und wenn ich dann ein bisschen reintapp, dann habe ich da natürlich einen schönen Effekt. Wie immer, je mehr Wasser, desto besser. Machen wir noch ein bisschen. Und da, wo eben keine Feuchtigkeit ist, sieht man sehr schön, da tut sich überhaupt nichts. Und in dem Moment, wo aber da dann eben Wasser hinkommen würde, wird es genauso auseinandergehen. Und da kann ich natürlich hergehen und super Effekte machen, weil ich jedes Feld eigentlich anders einfärben kann, wenn ich möchte.
kannst dazwischen trocken werden lassen. Oder ich kann auch wirklich hergehen und sagen, okay, ich gebe da mal drauf und sprühe mir es dann wieder mit Wasser an. Da sieht man sowieso schon, wie lässig sich das wieder entwickelt. Kann auch da wieder ein bisschen Blau dazugeben. Das Ganze noch ein bisschen mit dem Pinsel nacharbeiten. Also da hat man ja so viele Möglichkeiten. Die Brushes, die sind einfach wirklich super. Man sieht eh, die sind durch die vielen Pigmente, die sich da eben entwickeln, da ist wirklich was los. Fangen wir mal da mit dem Blau rundum. Dann spritzen wir mal noch mal Wasser drauf. So. Und da sieht man eh schon sehr schön, wie das Ganze richtig auseinander springt. Und da an die Stellen, wo natürlich das Emboss ist, kann ich es danach sehr, sehr gut wieder wegwischen, weil das Emboss ja natürlich resistent ist gegen das Ganze. Jetzt ziehen wir jetzt mal da außen ein bisschen Wasser weg am Rand. Wenn ich irgendwo das Gefühl habe, übrigens, ich habe da irgendwie zu viel, dann kann ich auch da ganz einfach der Küchenrolle drüber gehen. Auch das ist natürlich überhaupt kein Problem. In dem Moment ziehe ich mir natürlich eine ganze Schicht runter. Und auch das kann, so wie da jetzt, durchaus einen sehr, sehr schönen Effekt geben. Also Sie sehen schon, probieren Sie einfach Verschiedenes aus. Gerade bei der Variante finde ich es jetzt ganz interessant, dass da unten eben der hellblaue Effekt ist und nach oben dunkler wird. Auch im Schmetterling das hellere und nach oben dunkler. Finde ich jetzt zufällig sehr, sehr schön geglückt und macht einen super Effekt. Und gerade bei den Dingen ist, je mehr Sie probieren, desto interessanter und lässiger wird es, weil sich einfach ja, wieder neue Welten auftun, um da wieder bei meinem Blognamen zu bleiben. Ich habe dann übrigens bei der einen Dame, die ich Ihnen wirklich suchen werde und unten verlinken, habe ich auch noch eine Variante gesehen, die hat eine Luftpolsterfolie drauf gedrückt. Auch das war ein super Effekt. Ich werde es da jetzt nicht noch machen, weil das einfach keinen Sinn macht. Aber eben wie gesagt, ich verlinke Ihnen das unten, schauen Sie sich das an, das war wirklich spitzenmäßig. Ja, das waren jetzt ein paar von meinen Varianten, wie ich so am allerliebsten mit meinen Brushes eben arbeite. Ich bin sicher, es wird sich da noch einiges dazu tun. Ich werde sicher bei der einen oder anderen Demonstratorin noch das eine oder andere auch sehen, was für mich wieder interessant ist und neu ist. Mir war einfach wichtig, dass ich Ihnen ein bisschen einen Eindruck vermittle, dass das Arbeiten mit solchen Farben super einfach geht und ja, total viel Spaß macht natürlich. Und vor allem, dass man da einfach total schöne künstlerische Effekte erzielt, ohne dass man wirklich jetzt die hochbegabteste Künstlerin auf der ganzen Welt sein muss. Und dass man sich einfach ein bisschen spielen soll, ein bisschen was trauen soll. Jetzt zeige ich Ihnen das noch einmal näher. Also wie gesagt, es schaut wirklich lässig aus. Und zum Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch die anderen Effekte, die wir ja heute schon gezaubert haben. Also das war die Variante mit zuerst nass und dann drauf sprühen. Das war die Variante mit zuerst nass und dann drauf pulvern. Das war die Variante mit abstempeln. Und da sieht man jetzt auch ganz gut, wenn ich jetzt das Pulver abklopfe, das mache ich jetzt mal darin, da fällt wirklich noch ein ganz schöner Pigment runter. Und das kann man dann natürlich auch noch sehr schön abpinseln an die Stellen. Oder eben, was natürlich jetzt auch ging, also man sieht jetzt eh schon, das kann man da natürlich dann auch noch mal schön verwischen. Das kriegt dann so einen verwischten Effekt. Und in dem Moment, wo ich da natürlich wieder mit Wasser drüber gehe, habe ich da wieder ganz einen eigenen Look, weil sich die Pigmente natürlich sofort wieder anlösen. Also auch wenn ich da dann vorsichtig drüber gehe, kann man da nochmal einen ganz interessanten Effekt erzielen. Mal schnell mit ein bisschen Küchenrolle drauf gehen, dass es nicht zu intensiv ist. Und so sehen Sie schon, spielen Sie sich, probieren Sie aus. Das war nur mal der zweite Abdruck dazu, dass man das nochmal sieht. Ist vielleicht auch interessant.
Und gerade so Restpigmente, die man irgendwo abschüttelt, die würde ich wirklich sammeln. Also ich glaube, dass das ganz ein schöner Effekt ist, wenn man das dann nur mal gesammelt irgendwo aus Hintergrund aufbringt, kann das sehr, sehr schön werden. Bei dem, das würde ich noch mal ein bisschen anlösen, da würde ich noch mal versuchen, ein bisschen Farbe runterzuziehen, weil ich glaube, dass das wirklich noch mal ganz schön wird. Und so können Sie sich auch genauso daran helfen, wenn Sie merken, ach, das war jetzt eigentlich zu viel. Dann lösen Sie es an und nehmen Sie es an der Stelle einfach wieder ein bisschen runter. Bis zu einem gewissen Grad wird das sicher super funktionieren. Ja. Ich hoffe, dass Ihnen das Video wieder gefallen hat, ein bisschen Aufschluss geboten hat. Und Sie sich drüber trauen, auch einmal an neue Techniken und was Neues ausprobieren. Und Sie sehen eh, erstens einmal kein Meister fällt vom Himmel, man muss das alles ein bisschen testen und probieren. Und zweitens, ja, trauen Sie sich, probieren es aus, es macht einfach Spaß. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte schenken Sie mir gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten sage ich viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachbasteln. Und wenn Sie Fragen haben, dann bitte jederzeit gerne melden. Gut, jetzt haben Sie also gesehen, wie ich so mit den Brushes arbeite. Und jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie eben genau die fertigen Karten dann bei mir ausschauen und wie ich sie fertig gebastelt habe, beziehungsweise warum ich mich wie entschieden habe. Bei dem Schmetterling, da habe ich dann eigentlich nur noch die Fason zugeschnitten und habe mich dahinter als Hintergrund für das Limettengrün entschieden, weil es in Natura am frischesten rauskommen ist. Also es unterstützt für meine Begriffe die Farben total gut und um den Schmetterling aus dem ganzen bunten Feld nur ein kleines bisschen hervorzuheben, habe ich ihn ganz am Ende nochmal mit Winkauf Stella beglittert. Jetzt glittert der in Natura wesentlich mehr als der Hintergrund vom Seidenglanz und das schaut wirklich total schön aus. Also es kommt auch das Ganze, wenn man es von weiter weg betrachtet, wirkt es fast wie ein Bild. Und auch genau aus dem Grund habe ich den Hintergrund sehr, sehr klar gehalten und mich gegen einen Spruch entschieden. Die nächste Karte, die ich dann fertig gebastelt habe, war diese. Und zwar ist das für mich, ich mag ganz gern so kleine Glückwunschkarten, die man auch einmal beim Blumenstrauß dranhängen kann, wo man gerade schnell einen kleinen Gruß reinschreiben kann. Und da ist mir diese Variante gerade total entgegengekommen mit dem Blümchen, was so einen richtig schönen aquarelligen Look hat. Und auch da sieht man, die Steinchen habe ich wieder eingefärbt mit unseren Stampin' Blends in dem schönen Ozeanblau. Und auch den Spruch selber habe ich in Ozeanblau gestempelt und der Hintergrund ist natürlich auch dieselbe Farbe. Und von daher hat das alles miteinander für mich ein sehr, sehr schönes Gesicht gekriegt. Und dann habe ich mich an meine lautesten Hintergründe rangewagt. Und zwar war ja das mein erster und mein zweiter. Da war es ja so, dass viel Wasser war und dann die Brushfarben draufgekommen sind. Und da habe ich ja zuerst das Pulver draufgegeben und dann drauf gesprüht. Zuerst von weiter weg und dann nochmal von näher. Und da habe ich Ihnen das so gezeigt mit dem Vermalen, wo so wie eine Berglandschaft auch entstehen kann. Und wie ich mir die zwei so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, mit welchem Stempelset arbeite ich jetzt? Und da war es dann plötzlich eigentlich ganz klar, es müssen die Ladies aus dem Mid-Stil-Stempelset sein. Und ich finde, die passen da drauf, das ist sensationell. Das sind für mich richtig kleine Kunstwerke geworden, wie kleine Gemälde. Und damit ich jetzt die Damen aus dem Hintergrund auch ein bisschen rauskriege, habe ich, wie ich es Ihnen im Video gezeigt habe, ganz am Schluss, nochmal zuerst einmal gestempelt mit einer wasserfesten schwarzen Tinte. In meinem Fall ist es jetzt Stayson. Ich vermute aber, dass es mit der Archivtinte auch sehr gut funktionieren wird. Und dann habe ich das sehr gut trocknen lassen und dann mit Wasser noch speziell bei den Armen und auch da beim Bein ganz vorsichtig mit Wasser, dank Pinsel Wasser aufgetragen, ein bisschen einwirken lassen und dann mit dem Zewa Küchentuch abgetupft. Und so ist das wesentlich heller geworden und ganz am Schluss habe ich noch ganz ein kleines bisschen Schatten entlang der Dame gesetzt mit nur ein bisschen der Brascho-Farbe und mit dem Wasserbankpinsel. Und so finde ich, kommt sie jetzt sehr, sehr schön aus dem ganzen Hintergrund raus, ohne dass man den Hintergrund jetzt großartig verändert hat oder irgendwie noch was drauf gemahlen hat in dem Sinn. Also ich finde wirklich, es funktioniert super. Und genau nach demselben Prinzip habe ich auch diese Dame gemacht. Das heißt, ich habe da die Brushes ein kleines bisschen noch vermahlen im Kleid und habe dann auch bei ihr beim Ärmel und innen beim Gesicht und da beim Hals und beim Hut
habe ich noch überall mit Wasser nachgearbeitet. Und ganz am Schluss war es mir noch ein kleines bisschen zu wenig hell. Und da habe ich getestet, wie das funktioniert, wenn man da beim Ärmel und auch gerade da beim Hals und beim Gesicht ein bisschen auftragt von unseren Aquarellstifte, und zwar den flüsterweißen Stift. Und den dann nur mit dem Wasserdampfpinsel ganz ein kleines bisschen vermalt. Und ganz, ganz am Schluss habe ich nur mit dem Brascho-Rot auch ihr entlang da der Linie und unterm Arm und speziell da im Hintergrund, da habe ich noch ein kleines bisschen auch vom Brascho-Blau dazu genommen, habe ich das nochmal ein bisschen dunkler gemacht und ein bisschen nach außen gesoftet, so dass auch sie eine schöne Silhouette hat und der Hintergrund ein bisschen dunkler ist als sie, damit sie schön rauskommt aus der Karte. Und das, finde ich, hat beides sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen wollte ich Ihnen da unbedingt auch noch ein paar Worte dazu sagen. Der Grußabdruck ist übrigens glutrot, der zweite Stempelabdruck. Der ist dazu total schön, also das passt farblich zu dem Rot von Brascho super. Funktioniert auch da wieder bestens. Das heißt, Sie sehen schon, es entstehen ganz, ganz unterschiedliche Kartenprojekte. Und Sie können mit den Braschos einfach, ja, super arbeiten. Ich finde es ganz, ganz genial. Mir hat super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, Ihnen gefällt das Video auch. Und ja, wünsche Ihnen gutes Gelingen und würde mich freuen, wenn ich das eine oder andere von Ihnen einmal zu sehen bekomme. Schönes Wochenende. Tschüss, Baba.